Auf ein neues zu eine Folge von Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Im letzten Part haben wir versucht, einen Dungeon zu machen, der kein Dungeon war. Und ja, haben ein neues Pferd gezähmt, haben ein Rennen gemacht, haben eine Fee mit viel zu viel Geld bezahlt. Ich habe ganz viele Äpfel. Und wir werden es weitermachen, nämlich Richtung Hateno zu gehen. Ihr seht, der rote Punkt ist in diesem Fall der Turm, den wir anvisieren, damit wir die Karte haben, und danach Hateno. Aber sehr wahrscheinlich wird es natürlich vorher einiges geben. Aber wir sollten jetzt dem Weg weiter folgen, den wir jetzt in die falsche Richtung gehen. Jetzt wieder richtig. Oh, Monster Lager. Ja. Und wenn ihr das Projekt unterstützen wollt, dann lasst doch gerne einen Like da, lasst doch gerne ein Abo da, kommentiert und joint den Chatbot, der in der Beschreibung verlinkt ist. Hier sind gar keine. Oh. Doch. Ich würde mich da oben hinstellen auf den Stein. Oh, das ist eine Höhle. Das ist keine Höhle. Aber ich würde trotzdem weit weg genug sein. Und vielleicht von der Küste sein. Wir können. Siehst du von hier auch schon den Turm? Oder ist jetzt hier alles zugebaut? In einer Höhle. Ich denke mal, von hier aus werden wir das nicht sehen. Das ist keine Höhle. Wir sind ja. Warum hast du einen Feuerfall? Wir haben so viele Pfeile. Das sind Bombenfässer. Na, jetzt kommen sie zu dir. Oder halt normale Bomben. Der ist baden gegangen. Aber richtig. Was hast du denn in zwei Händen? Stimmt, wir hatten auch einmal Maronus, das heißt, wir können mehr Bogen tragen und mehr Waffen. Mehr Bögen. Ist da noch ein. Na egal. Und sehr gut. Das Fleisch wollte ich einsammeln, das kribbelt, ist immer sehr gut. Das ist immer toll. So als Snack nebenbei. Was machst du? Deine Intention. Jan! Oh, ey. Oh. Was denn? Ja, damit hast du nicht gerechnet, oder? Ja, doch, genau das hatte ich vor. Ja, ist eine Explosion. Das wird explodieren, wenn man die schmeißt. Ja, natürlich, das ist eine Explosion. Das ist ein Bombenfass, natürlich. Ja, aber die anderen Fassen explodieren auch nicht. Ja, das ist ja auch kein Bombenfass. Mein Pfeil hätte auch nicht gereicht. Ja, aber ein kleiner Pfeil ist was anderes als. So eine fette Erschütterung, aber ist jetzt auch egal. Ja, aber das widerspricht sich. Ist nicht. Jetzt auch egal. Du kannst ja beispielsweise mit dem Schwert die Kiste auch nicht kaputt machen. Das ist ein dickes Schwert. Du hast hier ein Schwert, das linke. Wollen wir da wieder rüber oder wollen wir einfach hier weitergehen? Ja, weiß nicht. Wenn dann in die andere Richtung. Du gehst gerade in die falsche. Geh nicht in die falsche, ich wollte hier. Ich weiß halt nicht, ob es da weitergeht. Ist da noch ein Weg oder ist da Wasser? Ja, da ist halt noch ein bisschen. Ja, dann gehen wir da weiter. Hier sind wir näher am Turm. Und wir sollten auch näher zum Turm gehen als zu. Tja, Pferdchen, du bist jetzt wieder frei. Was macht hier dieser einsame Busch? Oh, das wäre cool, wenn da jetzt ein Krog rauskäme. Ah, wir brauchen auch Steine. Mal wieder Erze. Ich würde, wie gesagt, das Klettern so weitestgehend lassen, weil das ich. Ja, ich wollte nur gucken, ob da was ist. Ja, ist da nicht da. Oh nein. Schleimi, töte dich nicht! Naja, gut. So, Schleim kochen. Was wird daraus wohl? Glaubst du, da wird was Schmackhaftes draus? Glaub ja nicht. Oh! Ja, glaub. Es hat geklingelt. Was jetzt? Da ist es. Ja, wir machen den Part noch zu Ende und dann kommt der wahrscheinlich um 20 Uhr oder so. Mal gucken. Ui, gut. Ach, wir sind wieder da? Ja. Du willst dich an Roger nicht gewöhnen, oder? Nee, brauchen wir nicht. Dass wir damit auch einen Baum fällen können. Es ist ein Riesenschwert, natürlich. Halten Sie es bitte rechts. Und Sie sollten den Turm sehen. Nach oben. Und Sie sehen den Turm. Und Sie sehen... Aua. Oh, der Feuer, der hat einen Besen. Der hat einen Besen.
Pass auf, ich will nicht, dass er den Besen verliert. Oh, Besen! Sammle ihn ein, um zu wissen, wie stark. Nein, er hat den Besen wieder. Mein Besen. Und der Schmopp. Diese Waffe hat ihren großen Auftritt, wenn es darum geht, die gute Stube zu reinigen. Kann zur Not aber auch angreifen und um die Ohren geschlagen werden. Ja, dann sollte man nicht mitnehmen. Oh, wir haben mitgenommen. Dann rüst ihn aber bitte direkt aus. Das dürfen wir uns hier nicht wegnehmen, diese Möglichkeit. Jetzt sind wir hier. Putzfachkraft, Link. Reinigungsfachkraft. Oh ja, das ist das erste Mal. Wir werden ihn jetzt angreifen. Aber dann diesmal mit Explosion direkt. Diesmal direkt mit Explosion. Nicht mit Feuer nur? Ja, Feuer bringt nicht viel, wenn es regnet. Naja, von mir aus. Dem hast du aber gar keine Möglichkeit gelassen. Moblin-Hauer, der spitze Stoßzahn eines besiegten Moblin. Er ist zu hart, um Werkzeuge daraus zu schleifen. Kann aber zusammen mit Insekten zu wertvoller Medizin verarbeitet werden. Ja, aber dafür ist er nicht zu hart. Moblin-Horn. Dieses Horn hat einmal einen Moblin-Kopf geziert. Als Zutat in herkömmlichen Rezepten hat es bislang wenig Preise gewonnen. Als Medizin-Zutat hat es sich jedoch bewährt. Hat er da keine Waffe? Na gut. Er wird die angreifen. Oder doch nicht. Jan, jetzt verschießt doch nicht so viele Pfeile. Das ist es nicht wert für dieses Fieder. Hast du das gehört? Bock. Bist es nicht wert? Oh. Du hast ihm schon mal Rache geübt und wolltest ihn töten, statt ihn zu zähmen. Also, bist nicht besser. Ach, guck mal, der hat ein riesiges Ding. Alter, was hat er für einen Stock? Was machst du? Geh zurück! Oder also. Hau ihn mal. Du kannst ihm auskommen. Sicher? Ja, klar. Dass ich auf diesen fetten schlägen? Okay. Ja, du kannst den. Du musst nur richtig im richtigen Moment hauen. Das war nicht der richtige Moment. Du machst das viel zu früh an. Ja, aber sonst mache ich es immer zu spät. Ja. Macht gar nicht so viel Schaden. Okay, gut, ich kann das nicht. Du musst üben, wenn dein Schild kaputt geht, ist nicht schlimm. Weil wir sind das auch noch so langsame Gegner. Mach's immer viel zu früh oder viel zu spät. Mann! Echt nicht gut. Du musst ja auch nicht direkt kontern, wenn du es nicht schaffst, du kannst ja trotzdem dann noch schlagen. Das heißt, du willst es versuchen und schaffen, aber... Ja, ich will das jetzt ein bisschen üben, der schlägt langsam. Du siehst doch, wie er das schwingt. Ja, aber... Das aber auch niemals schaffen, ne? Mit der Einstellung auf jeden Fall. Ja! Jetzt mit deiner eigenen Waffe! Bam! Warum ist die auf einmal so klein? Dann habe ich ihn jetzt doch plötzlich so fertig gemacht. Was soll das denn? Ein ganz schnell. Ich werde Schild auswechseln. Haben nur noch krasse Schilde. Ja, bald kriegen wir wieder neue. Erz! Hallo? Ja, das wird eh wieder... Das ist kein gutes Erz, leider. Oder? Das glitzert. Na? Hau drauf. Gut. Feuerstein. Gestein.
Topaz, ein wertvoller Edelstein, der in Hyrule gefunden werden kann. Aufgrund seiner Farbe wird ihm nachgesagt, die Kraft von Blitzen zu enthalten. Er erzielt hohe Preise. Lies das nicht so komisch vor. Damit haben sie gemacht. Hau da drauf! Da kann ja nichts. Da ist was! Hä? Du hast ein bisschen Gras gemäht. Das meistgehandelte Getreide in Kakariko. Es wächst nur in wasserreichen Regionen und ist Hauptzutat für beliebte Gerichte wie Risotto. Oder ich weiß es nicht, weil ein gewisser Herz schnell weggedrückt hat. Ja, weil du es so komisch vorgelesen hast. Ganz einfach. Ja, und das stört dich dann so sehr? Ja. Ja, dann mache ich das nochmal. Nein, das sind doch. Der hat doch nichts gemacht. Du wirst. Den er eh nicht treffen. Ich weiß doch gar nicht, ob man. Wie gesagt, ich bin mir so unsicher, ob man ihn reiten kann, aber. Oh nein. Ich hoffe, erstens, der rennt nicht früh genug weg. Und zweitens, der Typ da oben sieht ihn nicht. Ganz langsam. Heil dich und geh da hoch. Lass ihn doch einfach jetzt. Lass ihn doch, du triffst doch eh nicht. Oha. Wow. Oha. In den Hintern. Ich habe irgendwie gesehen, dass man noch auf dem Schild sliden kann. Wie geht denn das? Das habe ich auch mal in einem Video gesehen. Ja, das kannst du nicht überall machen. Kannst du ja ein Schild in die Hand nehmen? Nein, ich weiß es nicht. Das geht, glaube ich, auch nicht mit allen. Nimm da aber die Hacke. Ja, lass den da liegen, den Bockstock. Der hat wahrscheinlich eine bessere. Müssen auch mal kontern eben. Hallo! Hey, du da! Wow. Oh. Der hast dich sogar treffen lassen. Na dann üb mal kontern. Oh, warte mal. Was ist denn? Brauch eine Einhänderwaffe, sonst wird das nichts. Kann ich auch das kontern? Bestimmt. Reißvieh. Kleinen kann ich nicht kontern. Großen ist schon schwer, Kleine kannst du vergessen. Gut, auf zum Turm, sonst schauen wir das in dem Part auch nicht mehr, wenn ich weiter so mache. Nein, was wir da brauchen? Ich glaube, ein Feuerfall wird helfen. Und jetzt schau dir das an, was du angerichtet hast. Warte ab und schau es dir an. Oh, du hast nicht richtig getroffen. Da war ein Tier drin. Oh nein. Da ist Tier. Da ist Tier drin. Hol das Fleisch. Hätte auch Grillwild werden können, aber ja. Und jetzt schau es dir an. Geh weg. Das brennt jetzt alles. Du sollst da ganz weit weggehen. Schau es dir an. Das ist ein... Ich höre was. Oh! Jan! Da ging es auf einmal ziemlich steil nach unten. Du musst nur mal das abfackeln. Also wirklich. Der Junge passt nicht auf. Du musst da hingucken, glaube ich, sonst geht das aus. Du musst das um den ganzen Turm rum machen. Das ist jetzt nicht alles, was weggeht, glaube ich. Das könnte schon fast alles sein. Aber doch fast. Athenoturm. Ja, so heißt die Region. Ja, da sind noch ein paar Stellen, aber das kann man entweder umgehen oder halt nochmal extra abschießen. Ah, da hinten sieht man Athene schon. Eine Windmühle! Ich werd verrückt, auf Windmühlen, meine Freunde.
Letztens habe ich gesehen, bei Pokopark 2 gibt es auch eine Windmühle. Bei Pokopark. Das würdest du auch mal jetzt playen. Das meine ich nicht ironisch. Erster oder zweiter Teil? Ja, nee. Beide. Ich glaube, der zweite ist besser. Vor allem, weil auch fünfte Gen Pokémon sind. Ja, das hat nichts mit Sporten zu tun. Ich hab das schon, ich merk das. Gleich sind wir oben und dann meine Freunde. Weiß ich gar nicht, was da passiert, aber ich glaube, wir sehen, was hier uns alles so erwartet. Umso mehr. Und von oben kann man auch nochmal hier Dungeons, die hier in der Nähe sind, überall natürlich markieren. Das sollten wir tun. Und ich denke, es sollten hier einige sein. Ja, von hier aus hoch. Oder willst du nochmal einen Zwischenstopp machen? Ich glaube, es reicht, wenn du so hoch gehst. Ah ne, du kannst nicht hoch. Oh. Doch, kann ich. Ja, aber das... Das wird echt eng. Ja, im Notfall kann ich ja nochmal was essen. Ich esse einfach was. Nimm was, was nicht viel halt aus der Honig. Das geile Honigbonbon. Gut. Ciao, miese Rietchen. Das meinte ich mit Besonderheiten der Türme. Dass einer halt mal so zugewachsen ist und der andere... andere Dinge passieren. Ich hab übrigens ein bisschen Angst, dass die Kirby einfach nur in den Briefkasten reinballern. Und ich das dann nicht mehr rausbekomme, weil ich habe ja keinen Schlüssel. Ein bisschen ja, aber gewesen. Das würden sie ja eh nicht ganz reinschieben, oder? Doch, die machen das so rein, dass du es aber nicht mehr rauskriegst. Habe ich ja schon öfters gehabt. Da musste ich warten, bis Marvin zu Hause ist. Da seht ihr, Leute, da ist es. Ja, zum Glück hatten wir noch was bestellt, von daher. So, wir gucken uns jetzt um, würde ich sagen. Let's take a look. Wo sind deine Gens? Ist die Frage. Ich glaube, du solltest erstmal ohne Fernglas machen. Das ist, oder? Ja, ich glaube, erstmal ohne. Ich glaube, da links oben ist der, genau. Da links oben an der Klippe ist einer. Links? Rechts, rechts? Ja, da oben. Da ganz oben am Ende. Die Frage, ist das jetzt noch das Gebiet? Ja, oh, das zählt zum Gebiet. Ich glaube schon. Das sind einige und ich sehe einfach nichts. Ist halt neblig. So, von hier aus nochmal gucken. Ich glaube, in den Löchern da unten drunter ist ein Dungeon. Und da unten. Ist das da einer? Weiter rechts? Da war doch. Na, warte, rechts. Da unten. Ne, das war ein Stein, okay. Ja, ich sehe halt auch nur Pixelbrei gerade. Ist halt gerade irgendwie, ne. Regen ist halt auch kein gutes Wetter, um weiter gucken zu können. Da unten sollten wir auf jeden Fall hingehen, wo diese Plattformen sind. Ich glaube, da würde ich auch einfach jetzt mal kurz hinspringen. Aber weil... hier, ich glaube, wenn du hier weiter guckst, weiter rechts. Weiter rechts müsste noch ein Dungeon sein. Da oben oder dann im Wald? Da oben, ja, da oben in den Bergen. Kann man da reingucken? Was ist das da? Ah, kritisch. Ist mir jetzt okay, dass man ja nicht viel mehr sieht. Wir müssen hier irgendwann nochmal hingehen, wenn wir was sehen können. Also wenn das Wetter... Und im Moment hat es aufzuregnen, du mich auch. Aber irgendwie ist es trotzdem sehr neblig. Es ist dem Gebiet zu schulden. Oh, da ist ein Dicker. Kannst du in der Luft so eine Attacke mal mit dem Schwert dann? Ja. Lass dir erstmal noch weiter fallen.
Oh, da sind auch Fässer. Habe ich denn für eine Waffe? Ich muss einen Zweihänder am besten ausrüsten dafür. Ich nehme den Hammer. Kannst du. Gibt's da wirklich keinen Fallschaden? Mich, ne. Hau kaputt, der macht dich tot sonst. Wichtig. Der hat gute Waffen. Reiseschild, wir haben kein Schild mehr, nimm's mit. Und was ist das für eine Waffe? Ein Reiseschild. Oha, daneben. Oh. Untergefallen. Gibt's hier eine Truhe, ist die Frage. Oh, da wird erstmal so, ne, ich muss hingeschossen. alle Gegner besiegen, Truhen. Oh, hat nicht getroffen. Ist da oben noch was? Oh Gott! Da war der! Oh Gott! Daube wohl! Au. Dann nimmt das nichts. Ich will schon wieder ein Fass nehmen. Ich warte nach oben! Ach, Idiot. Komm, werf eine Bombe rüber. Die schafft's doch. Ich will, dass du die Bombe rollst. Das wäre so lustig. Oder kannst du nicht so weit werfen? Hier ist keine Bombe mehr. Ja, du sollst selber eine nehmen. Ach so. Ah, da gehen wir mal ein Stück vor. Vielleicht reicht das. Das wird doch wohl reichen. Ah, schade, wird nichts. Schade, Schokolade. Aber von unten vielleicht. Okay. Gut, dann fliege ich halt von oben nochmal. Uhu. Das ist so dumm. Dieser blöde Uhu. Uhu Patafix. Lass doch die armen Flederbeißer. Die machen doch nichts. Ja, okay, doch, die machen wir. Sind da und das reicht. Ich oh, ja, ist auch noch einer. Und eine Truhe. Hallo? Tschüss. Nein! Der hat den Bogen, den wir noch nicht haben. Den müssen wir gleich angucken, wenn wir unten sind. Nein. Du sprichst das an. So, mein Freund. Gut. Ich habe noch den Bogen. So, irgendwo da unten müsste jetzt irgendein Bogen liegen, den wir noch nicht haben. Wo ist der Typ runtergefallen? Irgendwo hier hinten ist er hingeflogen. Also weit weg kann das nicht sein. Und die Sachen bleiben immer liegen. Wo ist das Ding? Oder ist er ganz weit runtergefallen? Na gut sein. Du hast den. Ach Gott, wie weit hoch geht das denn? Von hier hast du ihn runtergeschleudert nach da. Da unten. Da liegen noch Sachen. Da unten ist doch so ein braunes Ding. Das ist die falsche Richtung. Das ist schon vorbei. Da, da ist Loot. Da ist der Bogen. So gut. Ein Ischenbogen. Traditioneller Bogen der Shika. Wenn man sein Herz mit der Sehne eins werden lässt und sich spannt, erscheinen auch entfernte Ziele, als wären sie ganz nah. Kann der wirklich irgendwas Krasses, oder? Das sind immer nur so diese Texte, ich glaube nicht. Okay. Ist die Frage, wollen wir jetzt Richtung zu diesem Dungeon oder Richtung Gelb? Nein, pass auf! Wieder eine Antwort? Hallo?
Was? Hörst du überhaupt zu, wenn ich rede? Gerade nicht. Ob wir jetzt in die Richtung von diesen Schrein doch, gehen wollen? Weiß ich nicht, oder? Mir egal. Schlag was vor. Ja, ich würde zum Schrein gehen, das ist halt nochmal so an dieser ganzen Küste entlang, das finde ich gut. Gut, machen wir dann. Das dem Weg folgen? Ja. Ja. Unser Ferdi ist leider zu weit weg, aber naja. Ist so schlimm. Was steht denn auf dem Schild? Welche Richtung ist es? Südbucht. Okay. Die gute alte Südbucht. Ach Jan. Lass doch das arme Böcklein in Ruhe. Wenn man es wirklich reiten kann, dann könnte man damit deutlich schneller sein. Das sollte gehen. Also mit größeren Wildtieren geht es auf jeden Fall. Bei dem bin ich mir nicht sicher, aber eigentlich schon. Die Frage ist halt, der geht halt immer weg. Ich glaube, ich habe das auch schon mal versucht, glaube ich. Aber das ist entweder mega schwer. Stopp! Du hast nichts, womit du leiser bist, oder? Mhm. Hast du was zum Schleichen? Nein. Kann man Schleichpilz essen? Oh, jetzt ist eh zu spät. Da bleibt er nicht mehr stehen. Den kannst du jetzt noch töten oder so. Oder bleibt er nicht mehr. Ja, wenn er in einer Ecke gefangen ist in so einer Sackgasse, warum nicht? Gib uns dein Ding. Moblanze. Hölzerne Lanze der Moblins. Spitze ist hastig geschnitzt, sodass diese Waffe weder besonders stark noch besonders haltbar ist. Dann sollten wir diese direkt nehmen, dass sie nicht mehr lange dort ist. Und hier gibt es dann natürlich meistens, wenn du auf so Berge klimmst, natürlich auch Erze, die du kaputt machen kannst. Oh, was da? Das ist kein Erz, das ist etwas anderes. Aber wir sollten es auch kaputt machen. Guck, das macht schon wieder fast gar keinen Schaden. Werfen! Schade. Reiseschwert. Das 5 Ding. Oh. Das 5er Schwert will ich weghaben. Das ist so schwach. Das ist. Bläh. Aber jetzt erstmal Hammer. Weil das ist, glaube ich. Hessnis. Leuchtstein. Ein geheimnisvolles Material, das im Dunkeln leuchtet. Manche sagen, es beherberge die Seelen von Toten. Es lassen sich besondere Gewänder daraus anfertigen. Interessant, dass der Stein ist blau, aber wenn du ihn einsammelst, ist er gar nicht mehr so blau. Ja, ich glaube, da ist auch immer ein Leuchtstein drin. Ich glaube, Erze können da gar nicht drin sein. Wer Leuchtstein? Wir können auf jeden Fall einige Pokémon entwickeln, würde ich sagen. Bisschen, ja. Hier oben ist wahrscheinlich nichts drauf, aber gut, ein paar Äpfel. Kannst du rollen? Du konntest doch rollen. Nee, rollen konnte ich bis jetzt noch nicht. Was war denn das, was du da gemacht hast? Das war doch diese Seitwärtssprung, das war keine Rolle. Ach, du musst auf jemanden anvisieren dafür, sonst geht das ja nicht. Ja, warum kann ich tatsächlich nicht anvisieren? Bett! Okay, gut. Gut, der war hier oben drauf, aber trotzdem war das ein bisschen sehr random, fand ich schon wieder. Aber okay. Nein, die Hacke. Nein, sie zerbricht doch gleich. Aber Haki! Ich habe gerade eine Bindung zu Haki aufgebaut. Okidaki. Dann weiter den Weg entlang. Sicher, dass du das jetzt noch machen willst. Wir gehen da jetzt hin. Und wenn wir vorher aufhören, aber wir gehen jetzt da lang. Hier hinten sind noch Hipponas. Halt. Ja, Pferdchen halt. Hipponas. Ja, mach. Komm. Mach Boom. Er ist tot, Jan. Nicht viel übrig von ihm.
Willst du ein Pferdchen nehmen? Ist damit schneller? Such dir eins aus, vielleicht hast du ein Pech gehabt. Ich würde das nehmen, was gerade steht. Ach so. Das, was jetzt nicht mehr steht. Das Gefleckte. Hätte ich auch am ehesten gesagt. Aber die laufen jetzt alle weg. Ja, die kommen doch gleich, die bleiben doch gleich wieder stehen. Das sind Pferde. Pferde machen das so. Laufen ein bisschen und bleiben so wieder stehen. Brauchst halt Geduld bei Pferden. Wo soll ich das nehmen? Nein, nimm doch jetzt das Gefleckte. Du bist doch immer näher dran. So, jetzt. Ja, gut. Alles gut, Pferdchen. Ich lasse dich vielleicht nicht mitten auf der Wiese stehen. Mal gucken. Wahrscheinlich schon, aber egal, das weißt du ja nicht. Guck, da vorne ist er doch schon. Nein! Mann, ey. Es kann manchmal sehr schwer sein, ZL und A zu drücken. Ist halt echt so, wenn du gerade voll im Reiten bist und dann das ZL noch nicht anvisiert ist und du dann A drückst, dann sprintest du mich los. Ja, dann sollte man vorher schon mal langsam laufen. Trab. Nicht übel, dein Körperbau. Und du scheinst mit Schwert und Bogen umgehen zu können. Möchtest du vielleicht die... Oh nein. Ich glaube, wenn wir Nein sagen, passieren Dinge, Jan. Du willst nicht? Warum hörst du dir nicht an, was ich zu sagen habe? Die Jägerbande ist... eine kampferprobte Truppe um Meister Koga, die dem Helden Einhalt gebieten will. Mein Leben gehört mir. Hallo, lass mein Pferdchen da raus. Die können dein Pferd sogar töten. Wird aufpassen, die machen viel Schaden. Top, 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 top. Das machst du so wie die anderen Dinger davor. Du musst jetzt keine Pfeile benutzen. Pfeile sind bei denen nicht sinnvoll. Jetzt Anker! Das Pferd wartet da hinten schön. Bin gleich soweit, Pferdchen. Oh, eine neue Waffe. Oh, und der hat Bananen? Kopfsammler. Die Sichelform dieser Jäger klingen so abschreckend auf Feinde wirken, beeinträchtigt jedoch die Haltbarkeit der Waffe. Und Rubine. Schwertbanane. Diese Frucht wächst hauptsächlich in den Wäldern von Firone. Das Fruchtfleisch verstärkt die Körperkraft. Gekocht verstärkt sich dieser Effekt nur. Alla Bananenbrot. Blauer Rubin, 5 Rubine wert. Pferdchen, wo bist du? Komm her. Dann würde ich sagen, wir reiten jetzt einfach zum Schrein und machen den im nächsten Part. Aber wir reiten hin. Einfach dem Weg folgen. Bogenlang natürlich. Willst du das wirklich machen? Will ich ihn töten oder will ich versuchen zu reiten? Nein, du tötest das Ding nicht. Doch, warte. Wenn du einen Bombenfall hast, würde ich ihn töten. Aber die Frage ist, ob einer reicht. Ich glaube, du musst auch nochmal drauf. Oh doch, reicht schon. Brennt. Ich glaube, das ist anderes Fleisch. Edelwild. Besonders großes und gutes Stück Fleisch. Wer das Glück hat, eines davon zu erbeuten, kann Gerichte kochen, die besonders viele Herzen auffüllen.
Luxuswild, ein so edles Stück Wild, erhält man meist nur von größeren Beutetieren. Geschmack sowie Textur sind von höchster Güte und lassen sich zu exquisiten Gerichten verarbeiten. Hat sich gelohnt. Und wo ist jetzt unser Pferdchen hin? Da oben. Hättest du einfach rufen können. Die kann ich doch, glaube ich, nicht, weil es nicht uns gehört offiziell. Ja. Hat dich wohl nicht gehört. Es ging um Eich. Eich hat mich nicht gehört. Das ist ja auch nicht Eich. Ja, der wird schon hören. Lass da bitte auf. Oh Gott. Wirf mich nicht ab. Was soll das jetzt? Hör auf, entgegenzusteuern. So, wir müssen gleich einen anderen Weg gehen, um da hochzukommen. Ich würde jetzt schon da hochgehen, da rechts. Oder? Ja, ich glaube schon. Bertli, du musst hier bleiben. Wie sagt man, eine Wandertour, die ist lustig, eine Wandertour, die ist schön? Eine Seefahrt, sagt man, glaube ich. Ja. Ist dasselbe. Eine Seefahrt, die ist lustig. Ja, stopp doch! Ey, du machst das ohne Sinn und Verstand gerade. Ist doch einfach... Oder rutscht halt runter. Da rechts kann man stehen. Sind wir auf der richtigen Ebene. Also rüber. Ah, jetzt mal auch wieder bei so einem Ort. Och, da muss man was machen. Da irgendwas. Ich glaube, es ist gar nicht, wie du darauf kommst. Ich glaube, es ist auch wieder so ein Opferungsding. Ja, ist es auch. Nee, ist es nicht, ey. Hier würde irgendwie ein Krog sein. Ja. Aber was muss. Oh, ich glaube, ich hab's verkackt. Und dann hätte ich geschätzt, dass an jedem nur dieser letzte Apfel hier oben hängen bleiben darf. Der hier halt auch ist. Und der wird wahrscheinlich auch nicht runterkommen, wenn ich da jetzt gegenschlage. Weiß, was Dings kaputt machen. Und dann einmal. Und den hier hätte ich jetzt geschätzt, dass der hier noch runter muss, oder der andere nicht. Aber jetzt ist eh zu spät, von daher. Ja, dann machen wir das beim nächsten Part nach dem Dungeon. Weil bei den beiden hing halt nur noch dieser Apfel, bei den anderen, ja, egal. Ist möglich. Wieder hinhängen kann man den ja leider nicht. Nicht wirklich. So, wo ist das Ding jetzt genau? Da hinten noch. Die Markierung ist auf der Karte immer noch. Ist aber immer noch ziemlich weit. Ja, lauf mal ein Stück. Oh, was bist du? Ach so. Ach, der Ziegenbock. Jetzt sieht er dich vielleicht noch weniger, weil wir im hohen Gras sind. Aber die Frage ist halt wirklich, ob du es machen kannst oder ob du die Schleichrüstung brauchst, weil der ist halt wirklich sehr hellhörig. Aber das müsste gehen, den müsste man retten können. Geh ins Gras. Ich dachte, ich hätte vielleicht einen linken Schlenker gemacht. Und. Renn hinterher. Vielleicht bist du schneller als er. Wenn du ihn einholst, kannst du ihn doch reiten. Du kannst du nicht beim A drücken? Nee, ich glaube nicht beim Rennen. Das musst du schon beim Schleichen machen. Das glaube ich nicht. Ach, guck mal, da ist noch ein Dungeon gewesen. Wenn du aufs Meer guckst. Links. Ja, nicht jetzt. Könnte man von da aus machen, aber gehört das noch zu dem Gebiet? Kann auch gucken, dahin zu springen. Nein, wir springen da jetzt nicht hin. Der ist doch mit ab. Das wird mit Sicherheit nicht reichen. Ich will nur wissen, ob das jetzt in diesem Gebiet ist von Hateno noch. Meinst du? Aber ich glaube schon. Ich glaube, das Wasser gehört noch dazu.
Lass doch den Fuchs in Ruhe. Ja, vor allem, was? Du musst auch voll übertreiben. Ich wollte nicht mehr bomben. Ich habe nur zu spät gemerkt, dass der noch... Deswegen wachse ich eigentlich immer zurück zu dem. Und genau das ist passiert. Wenn du selber merkst, dass du für manche Sachen dann einfach zu dumm bist. Ja, aber sei doch nicht so böse zu mir. Ja, aber in manchen Situationen denke ich mir das einfach so. Das sind so Einfachheiten. Ich hab gesehen, dass da fehlt mir manchmal so ein bisschen die Kreativität. Und das hat mit Kreativität zu tun. Ja, die Kreativität dann über zu überlegen, warum man das da nicht kann. Was denn für irgendwann muss man das, irgendwann lernt man doch diese Routine, dass der Knopf da ist und dass das so ist. Ach, sei doch ruhig. Aber wie, nein, die Wette war jetzt, auf welcher Seite ist der Dungeon? Da hinten. Ja, auf welcher Seite? Ob der in dem Gebiet ist hier oder ob der da... Nee, der ist auf der anderen Seite, das habe ich ja schon gesehen. Ja, das werden wir ja sehen. Der ist in dem, was nicht gefärbt ist. Also ist es definitiv nicht hier. Gibt es auch keinen, ja, aber vielleicht. Verstehe ich nicht, warum die das so komisch geteilt haben. Wie mache ich denn das da hinten kaputt? Du kannst doch an der Leiste... Was meinst du jetzt? Du musst das Seil treffen. Ja, das ist viel zu weit weg. Jetzt ist es schon zu spät. Ja, trotzdem will ich gucken, wie das geht. Wenn du jetzt stirbst, dann müssen wir den ganzen Weg gleich nochmal laufen. Oh. Boah, da passiert nicht mal was. Wollen wir nicht einfach dran vorbeigehen und am nächsten Part das machen? Das wird uns echt zu viel. Ja, das meiste ist weg. Ja, die nervigsten sind noch da. Pass auf, dass wir auf dem Weg zu dir. Das sind stärkere! Oh, das war. Da musst du echt aufhören, das sind andere. Du hast eine Fehl benutzt. Oh, oh. Nach hinten. Warum legst du es nicht? Legst du doch ab? Oh, da muss. Da, die darfst du nicht unterschätzen. Die haben einen One-Hit gemacht. Eieiei. Ja, wir sind halt nur im Gebiet. Ablegen. Bam! Oh, schade. Nein, beim nächsten Mal, wir haben, glaube ich, nur noch eine Fee. Ja. Was mache ich denn jetzt? Ja, Bomben. Immer wieder weiter wegrennen mit Bomben. Ja, die trifft man aber so nicht. Natürlich. Du darfst nicht aufgeben, nur weil du zweimal nicht triffst. Oder renn noch ein bisschen weiter weg und versuch's mit Pfeilen. Los, nimm die Pfeilen in die Hand. Mach, die sind weit weg genug. Ja, nicht normale. Da nutzen wir schon die stärkeren und einen anderen Bogen. Ja, nutzt den krass. Halt dich, schnell, halt dich. Ja, warte, ich... Ja, du musst direkt an das Ding drücken. Ja, Omelette ist gut. Und direkt wieder Pfeile. Direkt Pfeil hinterher. Die Bombenpfeile sind alle. Merkt das. Aber wenigstens machen sie keinen One-Hit, das ist wichtig. Wir haben doch das eine... Ach ne, das hatten wir noch nicht gemacht. Das eine ging der Karte man mehr Herzen, aber das haben wir leider noch nicht. Ich würde jetzt die Feuerpfeile nutzen. Ja, die sind halt schlauer. Aber wenn der so ich bin brennen, dann würde ich draufhauen. Jetzt kannst du schlagen. Schnell, drauf. Ja. Oh, das ist ein gutes Schwert. Ein Ritterschwert. Die Ritter von Hyrule waren einst mit diesem Schwert ausgerüstet. Es ist leicht zu führen und verfügt über eine starke Angriffskraft. Weshalb es heute bei Amtern beliebt ist. Aber du musstest ja unbedingt diesen Kampf noch machen. Ha 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 ha!
Was denn? Da sind ja noch mehr davon. Natürlich sind da mehr. Was bist du denn? Und die haben aber keine Waffen. Die können dich höchstens haben. Du kannst trotzdem mit deinem Schild arbeiten, also so ist ja nicht. Ja, jetzt kannst du mich nicht mit dem Schild arbeiten. Oh, jetzt gehen unsere Waffen wirklich gleich aus. Ja, benutze es kurz später. Weißt du auch noch der Bogenschütze da? Oder die Bogenschützin. Oh, die Pfeile sind gut. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Erhöht. Ob sich das jetzt so gelohnt hat, ich weiß nicht. Zwei Feen, Alter. Zwei Feen. Ich weiß gar nicht, wenn man dann zurückgeht zu der Quelle, ob man dann... Stachelbockbogen. Ein mit Tierknochen verstärkter Bockbogen. Nicht weniger primitiv, aber genauer und durchschlagskräftiger als ein kleiner Bruder. Ob dann wieder die Feen da sind. Egal, ich will wissen, was in der Truhe ist. Komm, gib was Gutes. Gönn doch mal. Also die Bögen sind nicht schlecht. Ah, da ist ein Pfeil. Rein in der Nähe. Ja, da wo wir gerade hingehen. Hat man es wieder angemacht? Soldatenlanze. Früher Standardausrüstung der Palastwachen von Hyrule. Braucht viel Übung, um sie effektiv einzusetzen, aber dafür ist sie robust und unbrennbar. Es waren einfach lange keine Schreine mehr in der Nähe. Ich würde gerade sagen, es war ja lange nicht. Es war einiges, aber dann würde ich sagen, wir gehen kurz zum Schrein, aktivieren den und im nächsten Part geben wir auch wirklich rein. Dann hoffen wir, euch hat diese Folge gefallen soweit. Eieiei. Wir haben ein paar gute Bögen bekommen, das ist doch auch schon mal was. Warum ist das ein krasses Vieh? Ja, das wird so nichts. Okay, schade. Wie gesagt, das ist sonst das Set hier. Okay, hat noch geklappt. Grill-Edelwild. Über offenen Feuer gegrilltes Edelwild, außen knusprig, innen saftig, unwiderstehlich. Oh, das krasse Luxusfilter hat er nicht gedroppt. Verbrannt ist es hoffentlich nicht in der Zeit. Quark. Vor allem bei dem Regen noch nicht. Ja. Wir sind unterwegs. Das ist aber auch hart an der Grenze, muss man sagen. Deswegen sage ich, ja. Vorhin war es ja die ganze Zeit. Alter, jetzt geht's wieder Maxi-Maxi-Maxi-Part. Ja. Aber... So, Schrein activate. Machen wir mal den Mojimmo-Schrein. Ich hoffe, euch hat diese Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild gefallen. Schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, also nicht verpassen. Und like da lassen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.